herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Ja, sehr schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Sich selbst und auch andere anzuerkennen, ist unverzichtbar für ein gutes und gelingendes Miteinander. Dort, wo Respekt und Anerkennung herrschen, fühlen wir Menschen uns wohl. Das gilt für Partnerschaften genauso wie für das Miteinander am Arbeitsplatz. Wem jedoch schon als Kind nicht genug Anerkennung gegeben wurde, der kämpft darum oft sein Leben lang. Zu tief sitzt einfach in solchen Fällen die Befürchtung, abgelehnt oder nicht erwünscht zu sein. Unser Thema: Mein Kampf um Anerkennung. Ja, zwei Frauen werden uns heute erzählen, auf welchen Wegen sie nach Anerkennung gesucht haben. Wir beginnen mit Mercedes Göldner. Die Familie von Mercedes wohnte in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg. Solche Unterkünfte sollten den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat geben. Mercedes Göldner wächst in sehr ärmlichen Verhältnissen in Esslingen am Neckar auf. Mit den Eltern und 9 Geschwistern lebt sie Ende der 60er Jahre in der Barackensiedlung Schwertmühle. Dort, wo viele Migranten und Flüchtlinge untergebracht sind, aber auch Kriminelle ihr Unwesen treiben. Gewalt war an der Tagesordnung, also da war immer was geboten. Auch Mord, also das war auch der Fall. Und für mich jetzt als Mercedes, ich war immer mit Angst behaftet. Eigentlich immer so. Es war nie ein Frieden in mir drin. Sie leben am Rande der Gesellschaft und bekommen das deutlich zu spüren. Und sonntags, werde ich nie vergessen, sind viele Familien entlanggelaufen und haben uns anguckt wie in einem Zoo. So muss man sich das vorstellen. Wir haben dann mit Dreck die Leute beschmissen und sie angeschrumpfen, also richtig aggressiv auch geworden. Mit 15 lernt Mercedes ihren ersten Freund kennen. Für Mercedes ist von Anfang an klar, diesen Mann wird sie heiraten. Doch nach jahrelanger Beziehung geht ihr Verlobter fremd und lässt Mercedes sitzen. Dieses Gefühl der extremen Ablehnung, ja, also ich bin nicht gut genug. Ja, dieses, was ja schon immer in meinem Leben war, ja, dieser Kampf, Anerkennung zu haben, geliebt zu werden. Und jetzt verlässt dich jemand, mit dem du 10 Jahre zusammen warst, wegen einer anderen Frau, die hübscher ist, die reicher ist, ja, die studiert. Und das ist alles in dieses Minderwertigkeitsfass gefallen. Und dann habe ich damals zu einer Freundin gesagt, lass uns heute Abend fortgehen. Ich reiße jetzt irgendeinen Typ auf und den verarsche ich, bis er blutet. Das war mein Gedanke. Mercedes setzt ihren Plan um und zieht sogar kurzfristig bei ihrem neuen Lover ein. Und dann bin ich bei Nacht und Nebel einfach wieder abgehauen nach 2 Monaten. Und der hat gelitten wie ein Hund. Wirklich gelitten und ich hab's genossen. Mit ihrer Racheaktion erreicht Mercedes tatsächlich, dass sie wieder mit ihrem ersten Freund zusammenkommt. Und ist am Boden zerstört, als dieser nach kurzer Zeit erneut Schluss macht. 2 Jahre später lernt sie einen anderen Mann kennen. Es ist ihr Ernst, sie denkt ans Heiraten. Doch auch er ist nicht treu und als sie von einer längeren Auslandsreise zurückkommt, erfährt sie, dass er eine andere hat. Und es war für mich wieder heftig. Und ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht. Wieder 2 Tage später mit einer Bekannten fortgegangen und ihren Bruder angebaggert. Trotz allem versöhnen sich die beiden und heiraten wenig später. Als nach 2 Jahren ihre Tochter auf die Welt kommt, ist sie mit Kind und eigenem Kosmetikstudio überfordert. Außerdem kriselt ihre Ehe. Und ich bin mehr und mehr in Depressionen gefallen. Also es war richtig heftig. Dass ich gesagt habe, ich überlege mir, ob ich auf den Baum fahre oder von der Brücke springe. Also die Gedanken waren täglich da. Auf Anraten ihrer Hausärztin macht sie eine Therapie und ist froh, über viele Dinge reden zu können. Gleichzeitig geht es in ihrer Ehe weiter bergab. Sie ist einsam und fühlt sich von ihrem Partner nicht respektiert. Die Gefühle aus ihrer Kindheit gewinnen die Oberhand. Diese Aussage, du bist nichts wert, du kannst nichts, du stinkst, du bist asozial. Eines Tages kommt eine Kundin ins Kosmetikstudio, die nur ein Thema zu haben scheint. Ihr Leben mit Gott. Mercedes weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Und da ich ja einfach höflich bin, jeden Kunden nehme, wie er ist, habe ich die Kundin natürlich reden lassen. Doch jetzt red mal. Die Kundin redet unaufhörlich von Jesus Christus und von Liebe, die sie durch ihn erfahren hat. Liebe, will ich haben, wie geht es?
Und da sagt sie, ich lade dich einfach mal ein zu uns, weil wir haben demnächst einen Nachmittag für uns Frauen. Hättest du nicht Lust, uns Christinnen zu schminken? Und ich, okay. Und bin dahin. Und es war für mich seit vielen Jahren eins der schönsten Nachmittage, den ich je erlebt hatte. Die waren so herzlich, so offen, so begeistert von meiner Arbeit, von dem, was ich erzählt habe. Die Frauen laden sie zum Gottesdienst ein und Mercedes kommt tatsächlich. Gespannt hört sie zu, als der Pastor von einem Bild berichtet, welches er vor Augen hat. Mercedes kann nicht fassen, wovon er redet. Der hat von einer Frau gesprochen, die einen viel zu engen Mantel anhatte, ganz schwere Taschen getragen hat, wo schon die Adern sich abgebildet haben, weil es so schwer war, und gebückt und innerlich zerrissen ist. Und ich wusste, er spricht von mir. Meine Last war viel zu schwer. Alles, was ich getragen habe, war viel zu eng. Das hat mir Angst gemacht und ich bin gegangen. Ich wusste, irgendwas stimmt hier drin nicht. Also es passiert hier irgendetwas, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Mercedes nimmt an einem sogenannten Glaubenskurs teil. Ihr gefällt, was sie hört, doch zu der Gemeinde bleibt sie auf Abstand. Bis sie eines Tages mit einem der Ehepaare der Gemeinde ins Gespräch kommt. Und dann hat er Dinge über mich ausgesprochen, die er gar nicht wissen konnte. Er hat mich ja gar nicht kannt. Und dann hat er gemeint, er sieht mich als ganz tief verletzendes Kind, das Angst hat, loszulassen. Mercedes ist tief bewegt von dem, wovon der Mann erzählt. Er redet über Gott in einer Art und Weise, wie sie es noch nie gehört hat. Mercedes, eins ist Fakt. Gott kennt die Anzahl deiner Haare. Dann war es um mich geschehen. Das war für mich so unfassbar. Da ist da innen drin was passiert. Da ist wie eine Explosion hat hier drin statt. Und ich habe bitterlichst geweint. Ich habe sogar schon fast gespuckt vor Weinen. Und dann hat er mich dann auch in den Arm genommen. Seine Frau war auch da. Und hat gefragt, ob er für mich beten darf. Und dann habe ich bloß gesagt, ja. Und die ganze Atmosphäre war plötzlich anders. Die war gefüllt mit Wärme und Licht, das kann ich gar nicht erklären. Und dann hat er betet, und ob ich mein Leben Jesus übergeben möchte. Und es war mir so wichtig, jetzt ja zu sagen. Und dann habe ich das gemacht. Und dahinterher nochmal, es war wirklich wie so eine Reinigung, nur noch geweint. Und ich war nachher fix und alle. Auch jetzt spüre ich richtig, wie das mich noch so wirklich ergreift. Und ich bin dann heim und war wirklich wie umgewandelt. Also das war, ich habe einen Frieden gehabt, eine Ruhe, eine Liebe in mir. Mercedes geht beschwingt durch die nächsten Tage. Ich war voller Freude, voller Dankbarkeit. Ich war, auch jetzt nochmal, das ist so, dass Gott mich will, das war für mich unbegreiflich und doch so wunderbar. Das bemerkt auch eine Freundin, mit der sie sich verabredet. Und die steigt in mein Auto, guckt mich an und sagt, was ist mit dir passiert? War wirklich so. Ich habe mich nicht anders geschminkt, gar nichts. Und dann sage ich zu ihr, wieso? Sag ich zu ihr, du siehst anders aus. Was ist passiert? Sag Jesus, ich habe gestern mein Leben Jesus übergeben. Der Glaube an Jesus Christus hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Die Angst ist weg, nicht angenommen zu sein, die ist weg. Das ist nämlich mein Motor, der ist weg. Und da bin ich mega dankbar. Mercedes hat die Anerkennung gefunden, nach der sie sich lange gesehnt hatte. Und zwar im Glauben an einen liebenden Gott. Unsere zweite Geschichte kommt aus den USA. Wir haben dort mit der Radiomoderatorin Lisa Roxanne Richardson gesprochen. Und Lisa hat erzählt, auf welchen Wegen sie nach Anerkennung gesucht hat. 93.7 WDJC with Roxanne and Chris. Good morning, it is so good to have you with us. Nach ein paar Minuten mit Lisa Roxanne Richardson ist man sicher, sie hatte eine perfekte Kindheit. She says Yamo. I think that's cool.
Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Mein Vater hatte eine psychische Krankheit, die lange unbehandelt blieb. In einem Moment war er lustig und liebevoll und im nächsten plötzlich gewaltsam. Und man wollte nicht in seiner Nähe sein. Nach einem schlimmen Vorfall suchte sich Lisa mit 19 Hilfe. Man sagte mir, dass er eingesperrt gehört. Doch ich hatte Angst, dass er ins Gefängnis muss und wie das für unsere Familie sein würde. Ich wollte daran nicht schuld sein. Lisa flüchtete sich ins Studium. Nach der Uni fand sie einen Job beim Radio und so begann ihre Karriere. Ich wusste immer, dass etwas fehlte. Und ich beschloss, ich werde diese Leere, die ich habe, das Gefühl von Scham und Schuld, das Gefühl, dass ich nicht genug bin, füllen. Ich fülle es mit Menschen. Dadurch wurde ich wie eine Männersammlerin. Ich sammelte Männer. Und wenn ich sie nicht mehr mochte, warf ich sie weg. Auch die Ehe gab ihr keine Erfüllung. Ich hatte einen schönen Ring, war aber einsam. Einsamer als zuvor als Single. Da war der bohrende Wunsch, vollständig zu sein, sich gut zu fühlen, zu jemandem zu gehören. Ihre Karriere war das Einzige, was gut zu laufen schien. Ich bin quer durchs Land gezogen und fand heraus, dass es einen Rock'n'Roll-Radiosender in Birmingham gab, der morgens eine Roxanne suchte. Ich war ein Großstadtmädchen mit großen Ideen. Interviews mit Präsidenten zu machen, in der Präsidenteneskorte mitzufahren. Aufregende Backstage-Interviews mit Stars zu machen. Ich hatte Spaß an meiner Arbeit, hatte eine tolle Tochter, ein schönes Haus, alles, was sich die Leute unter einem erfolgreichen Leben vorstellen. Aber ich hatte Eheprobleme und Konflikte mit meinen Eltern und Verlassensängste. Und dann wieder dieses Bohren, dass es doch mehr geben musste. Es musste da noch was geben. Ich bin einsam. Dann traf Lisa Criss einen Kollegen, der irgendwie anders war. Ich wusste, dass er überzeugter Christ ist. Also dachte ich, naja, irgendwann wird er mich sicher verurteilen und wir würden eine Predigt von ihm hören, auf die ich keine Lust hatte. Aber das hat er nie getan. Er war einfach nur total lustig. Und so dachte ich, es ist irgendwas Besonderes an ihm. Das ist ein Mann, der wirklich seine Frau liebt und witzige Geschichten über seine Familie erzählt. Irgendwas ist anders an ihm. Man möchte das, was er hat, auch haben. Ich bin nie in der Kirche gewesen. Warum ich in meinem Badezimmer betete, ich habe keine Ahnung. Aber da ging ich jedenfalls hin, um zu beten. Ich sagte nur, Herr, wenn du da bist, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann musst du mir das zeigen. Ich bin so leer innerlich. Ich bin einsam. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine kleine Tochter war damals 3,5 oder vielleicht 4 Jahre alt. Sie spielte unten im Haus. Ich kam in die Küche und setzte mich hin. Und sie kam und legte ihre Hand auf mein Knie und sagte, du bist nicht alleine, Mama. Und ich fragte nur, worüber redest du? Und sie sagte, Gott liebt dich. Ich fragte sie, wer hat dir das gesagt? Woher weißt du das? Sie schaute mich an und sagte, Gott hat das in meinen Kopf getan. Es war, als würde sich der Raum drehen. Was mache ich jetzt? Ich hatte Gott gebeten, mit mir zu reden, und er hatte es sofort getan. Wem kann ich das erzählen? Ich dachte, Criss Molesky, er geht zur Kirche. Ich rief ihn an und sagte, Criss, spricht Gott eigentlich auch durch kleine Kinder? Ich glaube, Gott hat das gerade versucht, durch Hannah. Er sagte, Lisa, wenn Gott durch Esel oder brennende Büsche zu Menschen spricht, ja, dann kann er auch durch Kinder sprechen. Er sagte, Gott hat gerade zu dir gesprochen. Er hat Dinge, die er in deinem Leben tun möchte. Du musst mit mir und Megan zur Kirche kommen. Ich sagte, okay, dann gehe ich wohl zur Kirche. Ich liebte die Kirche vom ersten Tag an. Es war so friedlich dort. Wenn man nicht glaubt,
hat man auch keinen Frieden. Ich zumindest nicht. Ich hatte immer das Gefühl, hinter irgendwas herzujagen. Nun war es einfach friedlich. Die innere Leere war endlich gefüllt. Als ich verstand, was Rettung bedeutet, nämlich Jesus als meinen Herrn anzunehmen, sagte ich ihm, ich will nicht länger die Kontrolle in meinem Leben, ich gebe sie dir. Was für eine Befreiung. Ich wende mich ab von den alten Dingen, von der Person, die ich war. Ich gebe dir die Kontrolle. Danach hat er mich reingewaschen, weiß wie Schnee. Durch mein Mikro darf ich Menschen seelsorgerische Hilfe leisten. Was für eine Ehre. Manche Menschen haben Ähnliches erlebt. Sie kennen es, durch Dunkelheit und Einsamkeit zu gehen und sich zu fragen, warum ihr Leben nicht komplett ist. Dass es mehr geben muss. Egal wie dunkel es scheint oder was man gemacht hat, wo man war, es gibt einen Gott, der dich liebt. Der dich genug liebt, um seinen Sohn für dich am Kreuz sterben zu lassen. Ja, trotz ihrer Karriere und den Beziehungen zu interessanten Männern war Lisa sich immer sicher, dass es doch noch mehr geben muss, mehr als sie in ihrem Leben hatte. Kennen auch Sie, liebe Zuschauer, solche Gedanken? Haben Sie schließlich dieses Mehr für sich gefunden? Und vor allem, wie haben Sie es gefunden? Schreiben Sie uns oder hinterlassen Sie auf unserer Webseite einen Kommentar zur Sendung. Beide Frauen aus unseren Beiträgen haben von dem bedrückenden Gefühl gesprochen, nicht genug zu sein und sich dafür zu schämen. Und beide sagen, dass der Glaube ihnen geholfen hat, diese Gefühle hinter sich zu lassen und sich heute geliebt und anerkannt zu fühlen. Mehr zu diesem Thema jetzt von Andreas. Manche nennen die Bibel einen Liebesbrief Gottes, obwohl natürlich auch ganz sachliche Texte wie Chroniken, Reiseberichte und Stammbäume darin enthalten sind. So verschieden die Texte der Bibel auch sind, am Ende zeigen sie doch sehr schön, wie Gott ist. Und ein ganz toller Zuspruch Gottes an sein Volk steht zum Beispiel in Jesaja 43. Da beginnt er mit, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und zwei Verse weiter sagt er, weil du mir wert und teuer bist, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin, ganze Völker für dein Leben. Und hier geht es nicht darum, dass andere Völker nichts wert wären. Ganz im Gegenteil, dieser Text drückt die Wertschätzung aus, die Gott für Israel, also sein aus Liebe erwähltes Volk, hat. Im Neuen Testament wird dann noch deutlicher, wie sehr Gott alle Menschen liebt. In Johannes 3, Vers 16 steht zum Beispiel, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Mit anderen Worten, Gottes Liebe zu Ihnen und zu mir reicht so weit, dass er bis zum Letzten geht. Er opfert sich regelrecht für diese Beziehung zu uns auf. Nun wissen wir aber alle, dass es manchmal schwer sein kann, die Liebe einer anderen Person für sich zu akzeptieren. Manche können noch nicht mal ein nettes Kompliment über ihr Aussehen wirklich annehmen, weil sie so schlecht von sich denken. Da braucht es dann oft so einen verzweifelten Moment, bei dem sich unsere harte Schale öffnet und ein winziges Körnchen von Gottes Liebe in unser Herz fallen kann. Ich will einfach damit sagen, wenn Gottes Liebe und unsere innere Sehnsucht aufeinandertreffen, dann werden wir Zeugen eines des größten Wunders, das dieses Leben zu bieten hat. Dann entfalten diese Bibeltexte ihre eigentliche Kraft und unser Leben verändert sich nachhaltig. Und wenn Sie möchten, dann beten Sie gern mit mir. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns in der Bibel so viel über deine Liebe zu uns zeigst und sagst. Hilf uns zu verstehen, dass du damit auch mich und jeden einzelnen unserer Zuschauer meinst. Du sagst, du stehst vor der Tür unseres Herzens und klopfst an, weil du liebevolle Beziehung mit uns haben möchtest. Meine Antwort darauf ist und wird immer wieder sein, ja, Herr, komm rein, erfülle mein Leben mit deiner Gegenwart und Nähe. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18
8800 und für die Schweiz 044 57 50 270. Cholera, Typhus oder Ruhr, verunreinigtes Wasser kann vielerlei Krankheiten hervorrufen, die jedes Jahr viele Menschenleben kosten. Neben Bakterien oder Fäkalien sind auch Chemikalien, die ins Wasser gelangen, ein Riesenproblem. Zugang zu sicherem Trinkwasser zu ermöglichen, ist uns bei CBN daher ein großes Anliegen. Die 10-jährige Chantal holte das Trinkwasser für ihre Familie aus diesem Teich in der Nähe ihres Hauses in Kambodscha. Das Wasser schmeckte sauer und es hatte eine eklige braune Farbe. Aber wir mussten es trinken. Das Teichwasser wurde noch gefährlicher, wenn Reisbauern ihre Felder mit chemischen Düngemitteln besprühten, die in das Wasser sickerten. Dies ist Chantals Großmutter, bei der sie aufwächst. Ich wollte nicht, dass sie diese Chemikalien trinkt, aber ich hatte keine andere Lösung. In der Trockenzeit gruben Chantal und ihre Großmutter Löcher, um nach Grundwasser zu suchen. Auch das war verseucht. Manche Leute kauften Wasser von einem Händler. Aber dafür hatten wir kein Geld. Die Großmutter sagt, dass Chantal durchschnittlich zweimal die Woche von dem schlechten Wasser krank wurde. Einmal hatte ich ganz dolle Bauchschmerzen. Das tat so weh. Ich kam ins Krankenhaus. Als Operation Blessing von dem Problem des Dorfes hörte, bohrten sie dort einen Frischwasserbrunnen. Das Wasser ist sauber und kalt. Seit wir den Brunnen haben, ist keiner mehr krank. Danke an alle, die geholfen haben, dass wir nun sauberes Wasser haben. Die 12-jährige Fea sucht weggeworfene Flaschen. Nicht zum Recyceln, sondern um etwas zum Trinken zu finden. Mund und Hals sind so trocken. Ich trinke es auch, wenn es schon gelb ist. Das ist Feas Mutter. Als ich erfuhr, dass Fea aus alten Flaschen trinkt, war ich schockiert. Aber wir haben kein Geld für sauberes Wasser. Morgens gehen die beiden zum Fluss. Das Wasser ist schmutzig und voller Bakterien. Es ist rot und riecht schlammig. Wir kochen es ab, aber wir werden trotzdem krank. Nach dem morgendlichen Gang zum Fluss muss Fea zur Schule. Nachmittags ist sie oft so durstig, dass sie schon aus dem schmutzigen Kanal trank. Zu Hause war sie dann krank. Es war, als wären Insekten in mir und es tat weh. Ich dachte, ich sterbe. Ich hatte Angst um sie. Er bettelte Geld und brachte sie ins Krankenhaus. CBN erfuhr von der Not und baute einen Brunnen für Fea und ihre Mutter. Als sie zum ersten Mal das Wasser tranken, war es ein großes Fest. Es war sauber und lecker. Ich war überglücklich. Fea und ihre Mutter erhielten außerdem ein Kalb und Saat für einen Garten. Es gab eine gute Ernte. Und Feas Mutter hat jetzt ein Einkommen, auch wenn sie keine andere Arbeitsstelle findet. Ich liebe unseren Garten und die Kuh. Ich werde CBN nie vergessen. Danke. Ja, super. Durch den neuen Brunnen haben sie jetzt nicht nur sauberes Trinkwasser, sondern gleich auch noch eine bessere Ernte im neuen Garten. Und damit mehr Versorgung. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Sozusagen. Finde ich richtig gut. Ja, liebe Zuschauer, möchten Sie sich an humanitären Projekten beteiligen? Oder möchten Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben? Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt's auch am Ende der Sendung. Ja, das war's für heute, liebe Zuschauer, und wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Falls Ihnen die Sendung gut gefallen hat und Sie nochmal reinschauen wollen, können Sie das und zwar online auf der Webseite von CBN oder in unserem YouTube-Kanal. Und wenn Sie darüber hinaus noch einfach Lesestoff brauchen, dann empfehle ich Ihnen unser Magazin. Erlebt heißt das. Das können Sie kostenfrei bei uns bestellen.
Vielen, vielen Dank allen, die im Gebet oder finanziell hinter der Arbeit von CBN stehen. Sie machen das alles hier möglich und das ist eine große Ermutigung. Vielen Dank. Und wenn Sie die Sendung öfter schauen, dann wissen Sie, jetzt ist die Gebetshotline noch geschaltet. Wenn Sie also ein Anliegen haben, dann rufen Sie gerne an. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gottes Segen für Sie. Erlebt TV. Männer und Frauen erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie dies ihr Leben verändert hat. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV. Wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.